Hallihallo, hallöle Leute, wir machen weiter. Yay! 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 Ja, jetzt machen wir weiter. Ja. Mit einer weiteren Folge Stardew Valley im Multiplayer. Wir hatten eine wunderschöne Nacht und ich habe einen Brief. Huch. Wie ich sehe, hast du die Schildhülle betreten. Gut. Falls du es schaffst, 25 Ebenen tief zu kommen, bla bla bla, ein Berg Münzen für dich, falls du das schaffst, bla bla bla, dein Freund Mr. Key. Hast du ja eine Stelle vergessen oder wurde das gefressen von einer Krähe? Nein, das war noch aus dem alten, die war nicht rechtzeitig fertig geworden. Oh, Fox. Ich forsche gerade an der vergessenen Kunst der Schattenwahrsagung, aber ich benötige einen Gegenstand namens Schattenessenz. Bringe ihn zu mir und ich werde dich belohnen. M. Rasmodius, Zauberer, der einzige mit coolem Briefpapier. Und der mit den besten Öffnungszeiten. Heute ist übrigens durchschnittliches Glück. Ja, ich drück bei mir nicht, bei mir schlechtes Glück. Ich drück erstmal alle falschen Tasten. Also das schlechte Glück ist nur, weil du zu dumm bist, die Tasten zu drücken. Ja. Okay, Gefühl glücklich, aber nicht allzu glücklich. Dum 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 dum. Bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, bam. So. Kaffeebohne brauchen wir nicht, Hauspflanze brauchen wir nicht. Forellensuppe, Kohlsalat, Kohlsalat, Holzzaun, Kugelfisch, Kohle, Hartholzzaun, Höhlenkarotte, Käferfleisch und wilder Meerrettich. Nee, brauchen wir alles nicht. Wieder nichts dabei? Nein. Wenn ihr so leise redet, hört man euch im Stream nicht. Achso, ja, ihr müsst euch anbrüllen. Eben, brüllt euch an. Oder uns. Stream, hört ihr mich? Nein. Hörst du mich? Ich höre dich nicht. Ah, du hast sie mir gebracht. Du hast dir meine Dankbarkeit und 1000 G verdient. Jetzt geh. Okay. Jetzt geh. Aha. Jetzt 1000 G. Seltsame Notiz. Da. Wo ist die Setzung? Bin ich jetzt da? Ahornsirup. Bevor ich in den Wald gehe, bringe ich Ahornsirup. Okay, ich glaube, was anderes machen jetzt erstmal. Ahornsirup. Glaub an dich. Warum? Ich war mir voll sicher, dass ich noch eine Packung Giotto hatte, aber ich habe nur noch die leere Hülle von den Viererpacken. Wer bringt mir jetzt Giotto? Ich nicht. Auch nicht. Ich hab nicht gefragt, wer bringt mir keine Giotto. Ich hab gefragt, wer bringt mir Giotto. Chris, bring mir Giotto. Ahornsirup. Überraschung. Überraschung. Was ist jetzt passiert? Hallihallo! Hallo? Franzi, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Ich habe nur vergessen, dass ich den Ton auf dem Laptop hier auch wieder anschalten muss. Ah, das ist gut. Ich habe gerade gelesen, Chris, ich will auch Ghetto. So, Franzi, ich habe eine kurze Cutscene, danach lade ich dich gerne auf den Server ein. Ich kann das leider nicht machen. Du hast eine kurze was? Cutscene. Eine kleine Zwischensequenz. Dieser Geruch. Komm näher, sagt der Bär. Ein sprechender Bär und zu dem soll ich Vertrauen fassen. Moment. Ein sprechender Bär? Hehe, ich habe nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen. Sieht so aus, als hättest du etwas Waldmagie, in Anführungsstrichen, in dir. Also dann, zu meiner Notiz. Hast du es mir mitgebracht? Ja, da, bitteschön. Dieser Duft, das riecht so süß. Es ist meine Lieblingssoße, die macht mich sehr glücklich. Well. Jetzt kommt mir der Bär sehr nahe. Du hast heute einen neuen Freund gefunden, Fox. Der Bär.
Ich habe etwas Besonderes, das ich dir zeigen wollte. Bitte kein echtes Kaninchen, bitte kein echtes Kaninchen. Nein, bitte ein echtes Kaninchen. Meinst du wohl? Der Bär hat dir besonderes Wissen vermittelt. Ich finde es schön, wie es da schwarz wurde und man nur den Schneefall sieht. Lachsbeeren und Brombeeren sind jetzt dreimal so viel Gold wert. What? Ja. Yeah. So, Franzi. Was siehst du? Bei Bär. Der Bär, die Bären. Ja. Oh. Moment. Was war das? Warum kann ich keinen Freund einladen? Nu, ich war gerade am Angeln. Entschuldigung, das war meine Schuld. Ich kann keine Freunde einladen, ich weiß nicht warum. Aber. Ich kann mich weg nach Na toll. Aber Franzi, ich kann dir. Moment. Kann ich wieder das Dart joinen? Was hast du getan? Sorry Leute, wir müssen das ganz, ganz kurz klären. Ich musste hier einen Schnitt machen, weil ich dumm war und auf die falsche Taste gedrückt habe. Das wäre der Einladungscode. Guckt mal, ob ihr da reinjoinen könnt jetzt. Also ich kann normal wieder nachjoinen. Ja, aber Franzi, glaube ich nicht. So. Musst du mal gucken, ob du über Einladungscode joinen kannst. Den habe ich im Discord geschickt. Ja. Ich habe auch ganz kurz die Aufnahme angehalten, weil ich die falsche Taste gedrückt habe, weil die M-Tasten anders belegt sind. Ja, unbenannter Farmer. Ja, bringt aber glaube ich nicht so viel hier. So. Und sie ist wieder weg. Und? Nein, was? Warum bist du wieder weg? Weiß ich nicht, auf einmal hat es Bogenende. Komm wieder, komm zurück. Ach, ja, komm, wenn ich den Fisch gefangen habe. Auf die Figur. Auf die Figur. Wenn ich drücke, dann wackelt er mit dem Fuß. Das geht ganz schön auf die Figur. Kann ich immer noch machen. In dem Moment, wo er quasi dieses Hey, du hast gefangen, dann zeigt. Boah. Franzi, wir haben auch schon deine Aufgabe hier im Stream festgelegt. Oh oh. Du musst uns Giotto bringen. Ich finde, das ist fair, oder? Ja. Gut. Man hat den Barsch gesehen, wie er rausgesprungen ist. Schauen wir dir Wardrug mal beim Angeln zu. Wahrscheinlich die Fische. Was tust du? Dass ich Tiere Wormtrap besser angeln kann. Nun zieh nur Kraut raus. Unentschieden zählt einfach nicht. Er braucht eine Entscheidung. We need an Entscheidung. Wie du einfach einen Fisch bekommen hast und ich gar nichts. Treffer! Fox ist da hinten noch Kraut raus. Ja. Hey, du hast gerade eben einen Fisch rausgezogen, also hab dich nicht so. Ich habe einen Barsch geangelt, das reicht mir. Lass mich raten. Silberqualität? Ja. Maximal. Silberqualität. Den drücke ich jetzt nachher gleich Franzi ins Gesicht. Ja, hau ihr Fische ins Gesicht. Meinst du, das nicht mein Job? Guckt euch zu. Wir können gucken, wie sich Franzi gerade verändert. Sie geht gerade durch die Pubertät, da verändert man sich. Relativ schnell. Hast du einen Bart? Kann das... Entschuldigung, dein Damenbart? Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass du einen Bart hast, deswegen... Ich kenne dich nur rasiert, deswegen ist das verstörend. Das sind Dinge, von denen ich gar nicht wissen will. Wait, what? Niet, niet, niet. Das sind Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Wie zum Teufel binde ich eine Krawatte? Früher sagte man noch Milchkaffee und nicht Latte. Eben.
Aber es kommt schon komisch, wenn du dann zu deiner Freundin sagst, du, ich hab grad mega die Milchkaffee. Diese Folge messen wir ab 80 Stellen. Aber eine Kiste gehört. Das kann sein, das war wahrscheinlich dein Nachbar. Der ist immer nervig, der wühlt immer abends noch in den Kisten rum. Das, so sind sie halt, die Nachbarn. Mit dem muss man klarkommen. Ich hoffe, ihr brecht keinen Nachbarschaftsstreit vom Zaun. Franzi ist gar nicht da, die ist zu Hause. Ja, ich guck gerade die ganze Zeit, wo ihr seid. Ich will die ganze Zeit quietschen von Türen, aber niemand... Nee. Du darfst dich gleich wieder hinlegen. Es ist sowieso Abend. Der erste Tag dieser Folge ist rum. Wir spielen immer 2 Tage pro Folge. Ich bring natürlich noch ein Willkommensgeschenk. Soll ich schon wieder ein Bettchen? Kannst du gleich, musst du noch nicht. Also jetzt so ungefähr. Leg dich schlafen, wie du möchtest. Ja, man muss ja gute Nachbarschaft pflegen hier. Nachbarschaft? So. Roter Pilz, gewöhnlicher Pilz. So. Oh, ich habe die Katze heute noch nicht gestreichelt. Einmal da hochgehen und die Katze streicheln. Oh, Fox. Und dann können wir hier ganz kurz das Waldschwert und die Kupferspitzhacke an Franzi weitergeben. Du könntest auch einfach schlafen gehen. Richtig, denn Franzi schläft auch schon. Tja, und nur weil Franzi schläft, muss ich hier nicht schlafen gehen. Doch, das, was Franzi macht, ist Gesetz. Pa. Wie viele Leute können eigentlich maximal in einem Bett schlafen? Dann, nachdem 2 Leute in einem Einzelbett schlafen können, glaube ich, können alle Leute in einem Bett schlafen. Und da es eine Mod gibt, wo du unbegrenzt Leute auf den Server bringen kannst, wird das Gruppenkuscheln. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, in dem Spiel kannst du homosexuell heiraten und Beziehungen führen. Ich finde, dann sollte auch sowas drin sein wie Morgen. Alle in einem Bett. Morgen! Schicke Frisur. Franzi, wo bist du denn? Du kannst unten mal die Crabpots lernen. Franzi, nee, in diese Kiste gucken. Ich lege dir hier in diese Kiste gleich was rein. Das da und das da, bitteschön. Mach mal das. Alles gleichzeitig. Danke. Bitte. Nein. Irgendjemand hat den Käse geklaut. Ja, ich, den habe ich verkauft. Wenn du mal in die Statistik geguckt hättest, hättest du es gewusst. Ja, du hättest vielleicht auch einfach die Mayonnaise mitverkaufen können. Die habe ich gerade, da hatte ich das Ei gerade erst noch reingehauen. Es war ganz frisch. Es lag, glaube ich, schon eine Woche im Dings. Na, sag ich doch, ganz frisch. Frischer gibt's nicht. Frischer als Fitze, frische, fast irgendwie so. So, ich gehe in die Mine. Wo ist sie jetzt wieder hin? Die fährt gerade eine Franzi rum. Ich bin am Haus. Ich fühle mich gestalkt. Solltest du auch. Mach mal nicht. Wir haben übrigens noch eine Entenfeder. Ein was? Noch eine Entenfeder. Sehr gut. Boah, ich hab eine Jagdfeder. Wer gibt denn da gerade Geld aus? Ich nicht. Ach, du kriegst Geld. Ach so, für irgendwelche Quests, ja. Die wir schon für dich erledigt haben, freundlicherweise. Ach so, der Briefkasten ist übrigens nur bei mir oben. Also, wenn du mal ans Haus gehst, kannst du gucken, ob du einen Brief bekommen hast. Heute ist perfektes Glück übrigens. Und für mich durch mein Glücksamulett ist perfektes Glück plus 1 oder so. Immer 2-mal mehr als wie du. So, Moment, ich glaube. Chris, wie versteht man Franzi eigentlich an deinem Ende? Ich glaube, ich drehe sie ein bisschen lauter. Also bei uns bist du sehr leise, aber es liegt einfach daran, weil ich Lautsprecher anhabe. Ja, ne, ich habe sie jetzt etwas lauter gedreht, weil sie ist im Vergleich zu dir definitiv leiser gewesen. An meinem Ende. Halt. So, ich kann jetzt das Gameplay beim Angeln weglegen. Wieso? Ich hab einen Eisenhaken dran gemacht an die Angel.
Dann folgt der Balken automatisch den Fisch. Aber nicht zwangsläufig, also er folgt ihm, aber bei schnellen Fischen funktioniert das nicht. Er angelt nicht alleine. Und ich möchte nicht, dass du hier mit dem Autobot oder so. Und auch nicht mit dem Decepticon, um das zu klären. Anziehen muss ich schon noch. Ja, anziehen solltest du. Kannst ja nicht nackt rumrennen. Ich kann. Naja, solange du die Kamera auslässt. Ich habe mehr Fische gefangen als Uli bis jetzt. Guck mal. Bin ich einen rausgezogen. Bist du der höchste? Ja, 96. Der Mine? Ja, ich bin in der Mine auf Ebene 96. Nein, du hast versagt. Macht jetzt einen Nein-Du-hast-versagt-Witz? Ich finde Eisenhagen übrigens total dämlich. Das war kein Witz, das war einfach nur eine Tatsache. Ey. Da hast du ja die richtige Disserin gefunden. Pass mal auf hier. Solange du deine Füße unter meinen Tisch hältst. Ist ja nie leid. Was denn? Keine Sorge, der Tisch hier gehört nicht mehr, der gehört im Wohnheim. Sag mir nicht. Ich verstehe dich nicht, die lachen zu laut. 97. Da bin ich doch. Lass die Gegner mir, mein Schwert ist besser. Ich habe aber kein Inventar. Ja, warum hast du nicht das ganze Zeug zu Hause gelassen? Ganzes Zeug. Na, das, was du. Alles, was du nicht brauchst. Ich hasse die Scheiße. Das Ding ist halt echt blöd. Ich bin das wieder raus. Fledermaus, stirb mal. Dankeschön, Fledermaus. Stirb du auch mal. Wie du einfach gerade ein Critical gelandet hast. Ich weiß gar nicht, ob ich schon eins von den Monster Eradication Goals fertig habe. Sag mir Bescheid, wenn du die Skelettmaske hast. Willst du die haben? Die ist wunderbar in irgendwelchen Cutscenes mit irgendwelchen datebaren Charakteren. Okay. Aber du hast doch gar keine Freunde. Stimmt. Naja, Suki, es heißt datebar, nicht, dass er sie daten würde. Man könnte sie daten. Ja. Als ob Mafi irgendjemanden in diesem Spiel daten würde. Dafür hat er doch viel zu viel Angst. Darf ich mir Inventar kaufen? Also, ein bisschen Rucksack? Na klar. Guck mal, mein Sozial. Ich habe null Herz. Also ich hab sogar noch Fragezeichen bei dir drin. Ernsthaft? Ja. Mir fehlt noch. Moment. George, Evelyn, Emily, Harley. Bist du so ein sozialer Krüppel? Das ist. Sam. Sam? Jane. Was? Und Gus und. Jetzt übersprungen, weil die Pam ledig drunter. Ja, ich hab nicht mal mit Pam geredet. Und die steht die ganze Zeit. Die steht die ganze Zeit am Bus. Wow. Du bist wirklich ein sozialer Krüppel, ne? Aber du hast sie im Stream gegrüßt. Ja, ich hab Hallo gesagt. Sie guckt nur den Stream nicht, das ist das Problem. Ja, wenn Pam zugucken würde, würde dann hätte ich schon einen Freund mehr. Hallo Majestonym und wenn ich zu laut bin für die anderen, mache ich einfach mein Mikrofon weiter weg. Aber gut, dass uns das mal jemand sagt. Ich werde mich einfach mit dem Zwerg und mit Krobos nur anfreunden. Normalerweise ist der erste, mit dem ich mich anfreunde, Linus. Dann mach ich quasi so eine Gang von Außenseite auf. Dann kommt noch der Zauberer dazu und vielleicht Linus. Obwohl Linus schon wieder fast zu normal ist für die ganze Truppe. Linus ist cool. Linus war immer der erste, den ich. So, meinst du, ist das jetzt angepasst genug? Gott, ist der Fisch. Ich mach ihn hier. Eher nicht lass so. Ihn nicht entkommen. Oh, eine Omnigeode. Weiß mal, ob ich im Winter nicht angehe. Jetzt nervige Fische. Doch. Oh.
Was? 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 Und Franz Bertline, was tust du so Schönes? Ach, ich hab diesen komischen Lenkdorsch. Ist der links ordentlich Geld? Bewohner begrüßen. Warum bist du eigentlich ständig so leise? Ich hab dich so weit hochgestellt, trotzdem bist du noch so mega leise. Franzi, rück doch mal ein bisschen ans Mikrofon ran. Da muss ich ja an den Laptop ranrücken. Das, so, jetzt habe ich dich gut verstanden, das war gut. Ja, das war auch nicht schlecht. Franzi, du brauchst wieder ein gutes Mikrofon. Ja. Jetzt kommt bei Franzi ein ekelhaftes Geräusch durch. Oh. Jetzt nicht mehr? Jetzt nur noch ganz leise. Das ist in Ordnung. Oh je, ich will meinen anderen Kuchen nicht essen. Mine verlassen. Kommst du noch bei den Crabpots vorbei, Fox? Kann ich machen. Was hab ich die jetzt eingesammelt? Ja, dann sammel du die ein. Ich bin zu faul. Ich sammle ja eh die Crabpots wieder ein. Nee, ich sammle die jetzt ein, dann gibt's keine mehr. Ich würde sagen, sammeln wir den Inhalt ein. Nee, ich nehme die Crabpots mit. Oh. Die vergrabe ich dann. Mache ich eine Schatzkiste ein, vergrabe ich. Dann verstecke ich irgendwo eine geheime Notiz. Und dann findet jemand die geheime Notiz, geht dorthin, gräbt es aus, 200 Crabpots. Das war sein Schatz. Irgendjemand in Hä? 200 Crabpots, eine von diesen Schifffahrern nutzen. Franzi, was war dein Kommentar gerade? Ich höre gerade jemanden irgendwas melken. Nee, nicht melken, Holz hacken. Nee, da ist so ein dieses eklige Geräusch, wenn... Dieses eklige Geräusch müsste dann von der Vardra kommen, ich hab nichts gemolken. Was? Also das Ploppen gerade, das sind die Crabpots. Ich weiß nicht, wo bist du denn gerade? Ah ja, das sind die Crabpots dann wahrscheinlich, ja. In dem Wald. Ah, in dem geheimen Wald. Ich verstehe Franz nicht, ich muss sie auch mal ein bisschen lauter drehen. Irgendwas, keine Ahnung, wie ihr das nennt. So, okay, jetzt Franzi, nochmal, wo bist du? Da, wo wir sind. Hast du das verstanden? Nein. Sie ist im geheimen Wald, Martin. Achso, ja, da mach ich aber keine Geräusche. Und sie ist rausgeflogen. Na Mensch. Was mache ich hier eigentlich? Was tust du hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Das kommt da rein. Schattenessenzen, Solaressenzen. Ich glaube, Franzi ist komplett rausgeflogen. Habe ich auch das Gefühl, dass ihr Internet oder so irgendwie nicht so richtig mitmacht. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Das kommt da rein. Ich hoffe, sie ist bald wieder da. Schauen wir mal. Das kommt da rein. Ich habe das vergessen. Das kommt da rein. Ich finde eigentlich, man sollte geheime Notizen auch angeln können. Es kann auch sein, dass ein paar rauszuangeln sind. Also ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Ich finde normalerweise einige immer. Ich weiß, dass bei den Steinen kriegst du immer welche. Ja, und beim Ausgraben kannst du auch welche. Genau, beim Holzhacken kannst du auch welche kriegen. Rostiges Artefakt nicht, das kommt da rein. Die Geode kommt da rein. Das aufzustehen, ihn wieder rauszuholen und dann in die Recycling-Dinger zu machen. Ja. Weil du nicht mit Müll in den Taschen schlafen gehen willst. Richtig. Okay. Richtig. Mein Inventar muss schön sauber aufgeräumt sein, wenn ich ins Bett gehe. Ja, aber so mit Axt und Spitzhacke ist okay. Und Gießkanne. Das ist sauber. Das nehme ich immer mit ins Bett. Das nehme ich immer ins Bett mit. Ja. Andere schlafen mit einer Waffe unterm Kissen. Wir halt mit unseren Werkzeugen. Franzi, bist du wieder da? Spitzhacken-Effektivität und neues Herstellungsrezept, Megabombe. Okay. So. Nachdem wir heute nur ein bisschen Geld gemacht haben, oh doch, ganz schön viel, 1700 durch Fischen. Was da los? Schnell, ist der zweite Tag? War das schon wieder der zweite Tag, der 13. Immer auf dem Ungeraden, ist die Folge zu Ende. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder.
Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.